Ja, die bäuerliche Landwirtschaft soll natürlich den ländlichen Raum liebens- und lebenswert erhalten. Und dabei wollen wir auch die Gentechnik zurückdrängen. Wir wollen keine Patente auf Pflanzen und Tiere. Und wir wollen natürlich mit Discountern, Produzenten und uns und Urproduzenten wollen wir auf Augenhöhe verhandeln. Das heißt, die Preisgestaltung muss sich verändern. Ja, die Digitalisierung bietet natürlich ungeahnte Vorteile, die wir jetzt noch nicht so klar erkennen können. Ich glaube aber, wir müssen bei der Ausbildung und vor allem bei den Anschlüssen, gerade im ländlichen Raum, noch nachholen. Hier bedarf es einer Glasfaserkabeltechnik und gerade die kleinen Betriebe sollten dann nicht abgehängt werden, denn von den Kosten wird es sich vor allem zunächst für die großen Betriebe nur lohnen. Ist natürlich zurzeit eines der wichtigsten Themen. Ich glaube, beinahe jeder Antrag befasst sich mit Themen zum Klimawandel. Aber da dürfen wir nicht vergessen, dass die Landwirtschaft hier schon sehr viele Vorleistungen gemacht hat. Und das müssen wir draußen immer wieder sagen, dass das nur mit den Landwirten und nicht gegen die Landwirte geht. Ja, das ist zurzeit eines der wichtigsten Themen. Wir hatten ja große Schäden, nicht nur in Bayern. Hier haben wir jetzt versucht, landes- und bundesweit einige Millionen locker zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das häufig vergessen wird. So viele Menschen wollen Waldstilllegung, Naturparks. Der vernünftig bewirtschaftete Wald ist der beste CO2-Speicher, den es gibt. Ja, Heimat ist dort, wo man sich auskennt, wo man auch anerkannt ist. Ja, ich bin hier geboren und natürlich hat man hier eine gewisse Verbundenheit und das ist dann Heimat alles zusammen. Ich hoffe natürlich so wie jetzt im Moment. Die Entwicklung zeigt ein bisschen in eine andere Richtung und da müssen wir Politiker dagegen steuern. Ja, ganz einfach, mein Vater hat eine Partei gegründet und hat mich mit 6 Jahren schon mitgenommen auf die Veranstaltungen und ich fürchte, das hat abgefärbt. Ja, es macht natürlich Spaß, die Begegnung mit den Menschen, dass man auch häufig nicht nur zuhören, sondern auch helfen kann. Und dann gibt es immer wieder auch Erfolge. Wir sind ja jetzt Regierungspartner und wir merken, hier hat man schon einen Einfluss. Tradition. Zuhören. Hier. Mehr Einfluss der Freien Wähler.